Herzlich willkommen zu noch einer Folge Fischkopf TV. Wir spielen Home, a unique horror adventure by Benjamin Rivers. Es handelt sich um ein Indie-Horror-Adventure von Benjamin Rivers. Und wie es ja anscheinend ja üblich ist, wurde mir erzählt, bei so Horrorsachen-Geschichten wird immer öfter eine Facecam benutzt. Und dann dachte ich mir mal, naja gut, jetzt zur Feier der mittlerweile, glaube ich, jetzt schon Silberhochzeit-Abonnenten, also über 25, machen wir doch einmal BAMS! Tada! Eine Facecam an! Warum nicht? Warum nicht? Hallo, Fischkopf. Willkommen. Aber lass uns nicht ablenken. Lass uns mal nicht zu viel ablenken, denn wir wollen uns jetzt mal horrorn lassen. Ne? Schauen wir uns mal das Spielchen an. Das Spiel speichert automatisch. Aber die empfehlen, das Spiel am Stück durchzuspielen. 1,5 Stunden nonstop. Schauen wir mal. So, hier ist die Erklärung. Links und rechts und nach oben kann man gucken. Nach unten scheint nicht, also steht hier jedenfalls nicht, nicht erfasst zu sein, obwohl die Taste nach unten gezeigt wird. Das ist schon mal ein Minuspunkt, ne? Nee. Space Interact, wunderbar. Wir werden das Fenster nicht fenstern. Es ist Fullscreen, lassen wir auch so. Escape, quit the game, alles klar. Headphones. Hapsch. Turn off the lights. Hapsch. Das einzige Licht, was ihr hier seht, das ist das Licht vom zweiten Monitor, der hier so ein bisschen... Okay, lass mal... Wir wollten uns nicht ablenken lassen. 1,5 Stunden. Vielleicht legen wir einen Rekord hin, ne? Mal schauen. Los geht's. Ich glaube, ich werde nicht alles genauestens übersetzen. Wenn das jemand jetzt kann, hier diese Sprache, dann ist das ganz praktisch für diejenigen. Die anderen, da gebe ich vielleicht so Tipps, ne? Muss aber reichen. Okay. All I remembered at that point was finding myself alone. Also er war ganz alleine und hat sich an nichts mehr erinnert. Oh my head, oh mein Kopf. Wo war ich und so weiter? Da war irgendwas an meinen Füßen. Eine Taschenlampe. Eine Taschenlampe hat er gefunden. Okay. Rote Haare. Sieht aus wie Conan O'Brien, falls ihn jemand kennt. Falls ihn jemand nicht kennt, bitte sofort angucken. Oder liegt... Da liegt Kotze. Da liegt Kotze auf dem Boden. Und hier, wenn man das... Sieht man das? Ja. Der weiße Strich bedeutet, dass man das benutzen kann, was er ist. Mit Space-Taste. Dieses Haus, wo war ich nur? Da muss man immer nach unten drücken, ganz komisch irgendwie. Was ist das denn? Da war eine Leiche. Auf dem Boden. Wer ist das? Wir wissen nicht, wer das ist. Irgendwer ist tot. Onkel? Man kann es jetzt auch nicht testen, ne? I didn't recognize his face. Ich habe sein Gesicht nicht erkannt. Er war immer noch irgendwie warm. Okay, ich habe mich gar nicht so erschrocken. Bis zur Katze habe ich schon gespielt. Ich wollte jetzt nur mal wegen Facecam und alles, ne? Muss man ja alles mal ausprobieren, dann alles ausreizen, ne? Was ist das hier? Was ist das denn hier? Ich will ja gar nicht sagen, woran mich das erinnert, ne? Sieht ein bisschen komisch aus, aber na gut. Ist ja ein Horror-Game, ne? So, hier... Hier geht's, glaube ich, eine Treppe runter. Ich bin ja eher so ein erstmal weitergucker, ne? Einmal gucken, vielleicht oben irgendwelche Tierchen oder so, ne? Hier ist ein Fenster, da kann man aber nichts machen. Oh, da tropft. Hast du das gesehen? Da tropft was. Oh, gehen wir mal hier. Erinnert ihr euch eigentlich noch an Alone in the Dark 1? Das war so ähnlich. Naja. Ähnlich. Ist ein bisschen viel gesagt, ne? Oh, was ist hier? Hier ist ein Rechner. The desk had a computer and some papers on it and a single drawer. Drawer ist Englisch und bedeutet. Und bedeutet Schublade. Weiß ich doch. Ich wollte ja nicht snoopen. Aber. Machen wir es auf oder machen wir es nicht auf? Natürlich machen wir es auf. Wir wollen ja wissen, was da drin ist. Rezepte, Kugelschreiber und irgendein verwaschenes Foto.
Sieht aus wie irgendeine Art von Laden. Warum sieht es denn nur so familiar aus? Warum kommt es mir so bekannt vor? Fragt er. Wie nennen wir den Namen? Wie heißt der eigentlich? Wie nennen wir den? Nennen wir den jetzt Conan, weil er so aussieht wie Guck. Warum? Blut an der Wand. Und es riecht frisch und ekelhaft. Und da hat er gemerkt, da hat er auch was an den Schuhen, an der Hose dran, ne? Oh Mann, ich muss hier raus, sagt er. Oh Mann, ich muss hier raus. Conan. Conny. Conny? Wollen wir ihn Conny nennen? Conny klingt irgendwie wie ein Pferd. Und auch nicht so gruselig. Guck mal, hier ist Kotze an der Wand. Das ist wahrscheinlich so Moppelkotze, so Plastikmoppelkotze, ne? Aber jetzt bleib mal ehrlich, das ist ein Horror-Adventure, kein Comic-Adventure, ne? Oh oh. I know, dass er da limmt. Ich glaube, er humpelt er? Wie habe ich mir nur weh getan? Habe ich mich gewundert? Alles, woran ich mich erinnern kann, war nach Hause kommen und dann, da habe ich Rachel getroffen und sie war aufgeregt und hat so geguckt, als sie die Angst hätte. Aber ich habe meinen Kopf nur geschüttelt und hab versucht, ihn klar zu machen, ne? Er wusste schon, dass er nach unten muss, wahrscheinlich. Jetzt übersetze ich doch alles, aber es ist ja nicht so schlimm, ne? Ist ja gut, wenn man Sachen weiß. Oh, hier geht's noch tiefer, oder was? Ich will doch nicht noch tiefer, ich will doch raus aus dem Haus. Aber übrigens, mach doch noch ein Fenster auf. Da war noch ein Fenster. Alles. Wäre jetzt ein kurzes Spiel, aber wäre wenigstens konsequent. Hier ist noch ein Fenster. Hier, komm, wir gehen. Tschüss. Oh, es regnet. Sieht jedenfalls so aus. Oh, ich hab keinen Bock zu. So, hier ist ein Schrank. Der Schrank war voll von Büchern. Von lokaler Geschichte. Und Jägerei. Hä? Okay, also es gibt uns halt den Tipp, dass hier mal Sachen passiert sind und Jägerei. Oder so. So, warte mal, hier ist noch eine Tür. Jetzt wollte ich mal gerne gucken. Ach so, wenn man nach oben das Licht anmacht, dann kann man nicht weitergehen. Komm, ich verstehe. What the fuck? Also hier tropft's wieder und da ist irgendwas. Eine dünne graue Maus war in der Falle festgesteckt. Was heißt denn frantic? It looked frantic. Frantic? Frantic? Und Exhaust, also die ist schon eine Weile, hat sie versucht da rauszukommen und ist total fertig jetzt. Voll aus der Puste. Lass ich sie frei. Lass ich sie frei. Noch nicht. Ich will erst mal gucken. Ach, hier ist ein Mauseloch. Ich lasse sie mal noch nicht frei. Ich will erstmal den Raum checken. Hier ist noch eine Tür. Und ich nehme an, da ja dann noch hier, da hier war ja noch. Hier ist ja noch ein Gang weiter nach unten. Lass uns doch erstmal. Komm, ganz ruhig. Wir gehen erstmal noch in den anderen Raum. Okay, bis hier habe ich auch gar nicht. Ich habe ja ein bisschen, habe ich mir das vorher angeguckt. Aber hier, ich bin schon wieder. Ich bin voll auf eurem Stand. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Hier ist schon wieder so ein Riesendildo. Was ist das denn? Oh, ich habe immer Angst weiterzugehen, ne? Was ist das denn? A collection of rusty tools. Eine Sammlung von rostigen Werkzeugen. Ziehen a lot of use. Die sehen sehr gebraucht aus. Gurkaked in damp smelling dirt. Okay, also es stinkt. Das konnte ich mit Sicherheit sagen. Warum waren sie in einem Shed? Warum waren sie nicht in einem Shed? Okay, also da ist jetzt rostiges Werkzeug. Neben dem Riesendildo, das so ein bisschen dreckig ist, mit Erde und das stinkt. Und eben hatten wir ein Bücherregal. Da waren Sachen über Sachen, die passiert sind. Und Jägerei. Das sollte uns zu denken geben. Wir wissen auch noch nicht genau was. Aber wir gehen mal weiter. Oh, hier ist ein Bild. I found a picture of a couple. It looked like it'd been moved a lot. There seemed to be a switch behind it. Also ein Foto von dem Pärchen und das sieht so aus, als wenn es schon öfter bewegt worden wäre. Und dahinter ist ein Knopf. Drücken wir den Knopf. Ich drück gleich. Ich mach nur so ein bisschen. Ich mach so ein bisschen die Sache so ein bisschen spannender, ne? So jetzt.
Also es ist langsam in die Wand rein, ne? Und ich habe irgendwo, habe ich einen Klick gehört, weit weg. Irgendwo weit, far away, far, far away, irgendwo weit weg. So, jetzt, ah ja, da ist der Knopf. Warte, hier. So, Conny. Das hast du gut gemacht. Hier kann man nichts machen, ne? Das ist ja ganz gut eigentlich, dass man alles, was man machen kann, wird halt weiß umrandet. Da hat man wenigstens nicht viel zu viel irgendwie, was man machen könnte. Ich finde. Oh! Jetzt ist sie tot oder was? Oh nein, die Katze! Die Katze war da! Die Katze war da! Ich wollte doch die Maus freilassen. Scheiße! Oh nein! Ja, okay, jetzt haben wir uns dafür entschieden. Jetzt müssen wir mit den Konsequenzen leben. Das ist nun mal so. Alter. Was war das denn? Habt ihr das gehört? Das hörte sich an. Wie irgendwie so eine Diele, wo einer irgendwie einen Schritt drauf macht. Aber es ist nichts zu sehen in dem Raum, außer jetzt hier so Sachen. Ich guck mal hier. Ein alter Esstisch mit dreckigem Zeug für zwei. Also Geschirr. There were dozens of beer cans und viele Bierdosen und andere Flaschen, Alkoholflaschen unter dem Besteck. Der Geruch hat meinen Magen umgedreht. Ich will ja gar nicht wissen, wie das da riecht. Ne, gut, dass das jetzt nicht riecht. Black and White Foto, ein Schwarz-Weiß-Foto. Sah aus, wie der Mann oben und seine Frau. Habe ich mal so geraten. There was no reason for me to keep this. War kein Grund für mich, das zu behalten. Aber natürlich, ich nehme das jetzt mal mit. I slipped the photo into my pocket. Ich habe es in meine Tasche getan. Vielleicht würde es mir helfen, ein paar Antworten zu kriegen. Und meinte er jetzt die Leiche? Conny, meinst du die Leiche? Conny, meinst du die Leiche? Conny? Conny? Ja, meinst du die Leiche? Doch, ne? Ich gehe nochmal hoch. Ich gehe nochmal hoch, weil ich gucken will. I didn't recognize his face. He was still kind of warm. Nee. Also es ist halt immer noch ein bisschen warm. Das heißt, er wurde gerade erst umgebracht. Oder vielleicht ist er auch einem des natürlichen Todes gestorben. Weil, wissen wir ja nicht. Wir wissen es ja nicht. Ich meine, Conny weiß ja nicht, dass er gerade in einem Horror-Adventure ist, ne? Ich dachte, vielleicht kann man jetzt das Foto mit der Leiche benutzen. Oh, jetzt bin ich direkt schon einen runtergegangen. Was sind denn diese Dildos überhaupt? Aus den Lampen, ne? Alter! War das eine Tür? Oh, das ist ja viel gruseliger, als ich mir das vorgestellt habe, die drei Pixel hier. Alter, und was ist das hier? Die Tür war taped up, also die ist zugeklebt. Sieht aus, wie als wenn sie abgeschlossen wäre. Nach dem Geruch zu urteilen, riecht das nach Küche, sagt er. Als wenn das in die Küche führen würde. Jetzt lassen wir uns mal direkt hier. Switch in the wall worked. The door had been unlocked. Ah, okay. Das war der Knopf hinter dem Bild. Hat diese Tür geöffnet. Eigentlich nach diesem Geräusch eben will ich gar nicht weitergehen. Hier ist auch noch eine Lampe. Oh, was ist das? Da geht's nach unten. Aber, oh, das sieht nach Kinderzimmer aus, ne? Hier so ein Kinderding. Aber die Erfahrung sagt ja, dass eigentlich rechts und links jeweils eine Tür ist. Deswegen werde ich mal gucken, ob da noch eine Tür ist. Hier ist noch eine Tür. Die Vordertür war geblockt von Möbeln. War die zugestellt. I knew I had to find another. Ich wusste, dass ich einen anderen Weg rausfinden musste. Weißt du, da steht ein Schrank und Tisch, ne? Da steht ein. Okay. Oh, ist viel zu schwer, das schaffe ich nicht. Ich könnte auch jetzt einfach hier rüberspringen, ne? Und einfach rausgehen oder hier das Fenster aus. Viel zu schwer. Ich musste dann einen Weg finden. Conny. Ich weiß ja nicht, aber hier ist ein Spiegel. Zum Glück. I looked like hell. Ich sah aus wie Kacke. Hell heißt Hölle, ich weiß. Meine Klamotten waren dreckig und zerrissen. Und da war Matsch, Käse,
caked all over my shoes. Ich glaube, caked heißt so ein bisschen angetrocknet, ne? Angetrocknet. Conny, was hast du nur getan? Conny, was hast du da gemacht, ne? Jetzt war da noch eine Tür, da war die Treppe runter. Gehen wir zur Tür. Gehen wir zur Tür oder gehen wir zur Leiter? Schalte nächste Folge wieder ein, wenn es weitergeht bei Home, bei Fischkopf TV. Nein, wir spielen direkt weiter. Dachtet ihr schon, ne? Wir spielen direkt weiter. Na gut, ich würde das ja mal teilen. Jetzt sind es irgendwie 17 Minuten. Lass uns mal zu... Obwohl, warte mal, wenn das jetzt... Wenn das anderthalb Stunden geht, dann machen wir nur drei Folgen. Dann machen wir drei Folgen, weil es ja so spannend ist, ne? Das Badezimmer war sauber. Alles war sauber gemacht worden, verstehe ich jetzt da aus diesen Worten. Ich habe mich gewundert, ob das die Frau war, ob hier sauber gemacht hat oder er. Also der Mann, der anscheinend jetzt tot geblieben ist, da oben. Man weiß es nicht. Eigentlich müsste ich mal lauter machen, aber kann ich jetzt eine Scheiße da? Konnte ich hier noch lauter machen? Nee. Eigentlich müsste man richtig lauter. Oh, hier liegt was. Da war noch ein Foto. Foto Development Tray lying on the floor. Some leftover negatives were sticking out, but they were pretty blurry. Also Ding, wo man entwickelt, wenn man das da reintut, dann kann man das so und dann kann man das rausnehmen und dann kann man das entwickeln. Und da sind auch ein paar negative bei, aber die sind wohl alle ziemlich blurry. Also verwischt, nicht scharf. I thought I saw what looked like treetops. Ich glaube, ich habe sowas gesehen wie wie Baumkronen. Heißt das auf gut Deutsch, ne? So, hier ist das Badezimmer. Ich kann hier nichts mehr machen. Ich sehe nur diesen Tray. Or that the tray had been left there, considering how clean the rest of the bathroom was. Also so sauber wie das da drin war, war es schon komisch, dass das jemand da liegen lassen hat. Nee, mir ist gar nichts eingefallen. Ich wollte nur so tun, als wenn mir... Ah, ein Gedanke kommt, aber kaum nicht. Kaum nicht. So, also hier haben wir alles gesehen. Puh. Gehen wir wieder raus. So. Hab ich was gehört? Nee. Okay, dann gehen wir jetzt zur Treppe. Ich meine, hier hat einer der Tür zugetaped, ne? Mit Gaffer. Ich meine, Gaffer ist schon... I gave the door a hard shove and to my surprise, it cracked open. Ach so! Er hat's aufgekriegt. Er hat sie aufgekriegt. Und wir sind in der Küche, ne? 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 Okay, hier sind Zeitungsartikel an der Wand, so horrormäßig. There was sheets of paper all over the kitchen table. It looked like a series of names were written down. But they were too smudged to read. I could only make out a few of the notes. Keycard, occur, last one, I promise. I didn't make much sense. Also da war ganz viel Papier auf dem Tisch. Und da standen Sachen drauf, er konnte nicht mehr viel lesen, außer Keycard, occur, last one, I promise. Wollen wir uns das aufschreiben? Wollen wir uns das aufschreiben? Weiß ich nicht. Müssen wir uns das aufschreiben? In der heutzutage muss man sich eigentlich nichts aufschreiben, ne? In der Copy-Paste-Welt. Erde. So, pass mal auf. Ich schreibe mir das mal auf. Keycard. Ist wahrscheinlich total unnütz. Ich kann nichts sehen. Keycard. Ocker. Last one. I promise. Okay, also Schlüsselkarte, Ocker, kommt wahrscheinlich von locker. Und locker heißt, Spind. Last one, also das letzte Mal irgendwas. Ich schwöre dir das. Kann ich dir ganz sicher sagen, ich schwöre dir das beim Leben meiner Mutter. Wir wissen noch nicht, worum es geht, also bleib mal ruhig. It didn't make much sense. Zu der Zeit hat das keinen Sinn gemacht. Zu der Zeit. Und hör mal hier. Hier ist ein Mauseloch. Und ich vermute, dass da irgendwas mit der Maus gewesen wäre, wenn ich die jetzt nicht getötet hätte. Also indirekt. Katze hat sie ja getötet. Es tut mir wahnsinnig leid. Ich wollte sie ja freilassen.
Und das finde ich ist ganz gut gemacht an dem Spiel, weil man denkt immer, es passiert nichts so richtig. Du bist irgendwo gewesen und das war es dann auch schon. Und dann gehst du mal weiter, weil du denkst, mal gucken, mal später und so. Und auf einmal hat sich das Drehbuch geändert. So. The box looked heavy, but there was marks on the floor. It had obviously been moved before. Also, es sieht ja schwer aus, aber es muss bewegt worden sein. Maybe I had found a way out. I must have moved it, right? Ach so, das fällt mir jetzt auch erst auf, dass es das in so einer Rückblende, dass es das irgendwie so eine Erzählung ist von dem, ne? Dass er dann so sagt, oh, habe ich es eigentlich noch bewegt? Ne? Weiß ich nicht mehr. Und dann antworten wir, weil wir sind die Geschichte, das mit ja. I heaved the box forward and it finally gave. Also ich habe es ein bisschen bewegt und endlich hat sie nachgelassen. Ich frage mich, wo, was macht man denn sonst, wenn man jetzt nicht die Kiste da wegschiebt, ne? Das ist ja jetzt, also ob man da jetzt eine große Wahl hat tatsächlich, glaube ich jetzt gar nicht. There was a letter going in the ground where the box was. A dank smell rose from the passage. Did I climb down the ladder? Nein, ich stand einfach den ganzen restlichen Tag da rum, ne? Und dann habe ich das Let's Play, habe ich dann so ein bisschen erzählt, ob ich, was ich heute gegessen habe. Heute gab es Pizza, ne? Und ein bisschen Ei. Nein, komm, wir gehen weiter. Natürlich gehen wir weiter. Aber irgendwas riecht. Irgendwas riecht von da unten. Oh, das war eine gute Animation. I looked again at the photo I found in the house. The couple looked distant, like they didn't want to be in the same picture. I wonder where the wife was. Also jetzt wieder wird's ein bisschen spannend, weil er hat noch mal auf das Foto, Conny hat noch mal auf das Foto geguckt. Und er findet, dass sie so ein bisschen dieses Pärchen da drauf so ein bisschen distanziert aussieht, ne? Als wenn die gar nicht auf einem Foto sein wollten. Und er wundert sich gerade, wo die Frau wohl ist, ne? Also mein Bein, sagt er, war auch in einem schrecklichen Zustand. Ich musste irgendwie rauskommen. Ich musste irgendwie rauskommen. Nur das sieht man gar nicht. Oh, hier klingt es wie in der Höhle. Hier klingt es ein bisschen wie in der Höhle. Bin ich eigentlich so leise? Ich bin ganz schön leise, ne? Ach, egal. Das kriege ich schon hin nachher. Das kriege ich alles in der Postproduktion, kriegen wir das hin. Aber jetzt lass uns mal konzentrieren hier. Ich bin total aufgeregt. Weil wir sind jetzt hier unten und wir kommen auch nicht mehr hoch. Doch! Wenn wir hier. Those boxes would have allowed me to climb up the ladder again, but I didn't want to go back up there. Not with that body, all that blood. I knew I needed to take a look around. Also er will nicht mehr hoch. Er könnte hoch, aber er will nicht mehr hoch. Weil ihm das so ein bisschen Angst bereitet da oben mit der Leiche und dem Blut. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen, Conny. Footprints in the dirt looked like more than one kind and a lot of traffic. Also er sieht da irgendwie ganz viele verschiedene. Obacht! Obacht! Verschiedene Fußspuren. Und er sagt, da ist ganz schön viel los gewesen anscheinend. Und es wird immer spannender, ne? Hier sind irgendwelche. So eine alte Map, also eine alte Landkarte von der Stadt. Landkarte von der Stadt. Places all over were marked. The industrial area near the river, various houses and even the water tower near the railway station. Also ziemlich viele Sachen sind markiert. Industriegebiet, der Fluss, verschiedene Häuser. Der Typ oben muss das getan haben. Der Typ oben muss das getan haben. Aber. Was war der Hintergrund? Was war sein Interesse an dem blöden Wasserturm? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt ist es hier. Jetzt sind wir auf einmal in der Tropfsteinhöhle gelandet. So, Nachrichten, Ausschnitte wahrscheinlich aus dem Lokalblatt. They were all about murder in town. Murders in town over the last few years. Also Nachrichten über Morde in den letzten Jahren aus der Stadt, ne? Warte! Da waren Fotos. Fotos von unserem Haus. Was zur Hölle sollte das sein? Vielleicht hätte ich mich mehr umschauen müssen. Try to find some kind of information. Also ich muss mich umschauen. Ich brauche mehr Informationen. Was ist hier los? Das sind Fotos von unserem Haus und da ist eine Leiche oben. Da ist eine Katze, die Mäuse frisst. Ich habe überall Dreck. Mein Bein ist kaputt. Ich weiß nicht, wo ich bin. Meine Fresse. Ein Arbeitstisch. Arbeitstisch, kann ich mir da vielleicht eine Pickaxe craften? Okay, ich wollte nur ein bisschen auflockern, ich habe ein bisschen Angst. Ich höre auf mit der Scheiße, wirklich. Puh.
Ich überspiele das nämlich nur. Ich habe echt ein bisschen Angst. Also ein Arbeitstisch. Da ganz viel. Hier, was? Wie heißt Paper nochmal? Zeitung. Und Dreck. Und einer Waffe. Eine Waffe. Ich hasse Waffen, sagt er. Wie, bisschen wie MacGyver. Ich hab's nicht genommen, oder? Und dann habe ich eine Waffe gefunden und habe ich sie liegen lassen, weil ich dachte, sonst wäre es ja nicht so spannend, wenn ich jetzt mit Waffe rumlaufe. Natürlich nehmen wir die Waffe mit, Digga. Natürlich nehmen wir die Waffe mit. Also ich habe sie in meine Tasche getan. Its weight was somehow reassuring. Sein Gewicht hat mich irgendwie so ein bisschen beruhigt. Irgendwie war das doch gut, die Waffe in der Tasche zu haben, ne? Oh ja. Conny. Ich war schon damals sauer auf MacGyver, als der immer. Also, wo es so einfach gewesen wäre, einfach die Waffe zu nehmen, ne? Nee, ich nehme einen Kugelschreiber, alles gut. So. Kommen wir mal zurück. Hier ist eine Tür, hier ist ein Schreibtisch. Das looked old and was caked with grime. Grime heißt, glaube ich, irgendwie so ähnlich wie irgendwas Ekliges. Also, der war alt und so. Der Schreibtisch und was ist der Paper? Also, alte Zeitungen drauf. Covered with a look like, sieht also voll mit irgendwie so Sachen wie Na die nach Namen aussehen. There was scratched out, an illegible note. Die waren irgendwie rausgescratcht. Written beside them in a faded blue ink. Irgendwie neben denen in der blauen Tinte, die schon ein bisschen weggefadet war. I could only make out a few letters. Ich konnte nur ein paar Buchstaben erkennen. Und schreibe ich mir jetzt hier auf. Wahrscheinlich macht das überhaupt keinen Sinn, wie gesagt. 1, 2, 3, nee, 1, 2, IV, 1, 2. Bisher haben wir haben ja kein Inventar oder so, ne? Hä? Nee, und das andere war Keycard, Ocker und. Und was? Cass, was? Jetzt kann ich das nicht mehr lesen. Last one, I promise. Last one, I promise. Letztes Mal. Okay. Sagt mir gar nichts. Ah, da kommt noch mehr, natürlich. None of it made any sense, kommt wahrscheinlich gleich. Way. Off. Path. Nee, path. Mir fällt nichts ein. Bolden, Roden. Any sense to me? Nee, macht keinen Sinn. Ich habe mir das jetzt nicht alles aufgeschrieben. Das kann ja nicht sein, dass man sich das alles auf. Das würde uns ja irgendwie einen Tipp geben, ne? Wenn das irgendwie essentiell ist fürs Weiterkommen. Würde ich jetzt mal sagen, ne? Oh, was ist das hier? Irgendwie so eine Art selbstgemachtes Rack. Irgend so ein Klettergerüst. Irgendwie slung together with poorly cut wood and rope. Also irgendwie mal eben zusammengeschustert. It was caked with old blood. Oh, es war verkrustet mit altem Blut. So ein bisschen wie so eine Kruste, die man sich auch so aufkratzen möchte, ne? Oh, das stört mich so ein bisschen hier. Somebody didn't actually use that, did they? Das hat doch nicht wirklich einer benutzt, oder? Das hat doch nicht wirklich einer benutzt. Hat er. Oh, jetzt kann man hier die Häkchen. Verrostete Haken, like the kind you'd find in a butcher, hung from the ceiling. They looked pitted and worn from heavy use. Also so, als wenn wir jetzt irgendwie bei einem Butcher hier wären, ne? Wie heißt das denn nochmal? Fleischer, wie auch immer. Ich kann eigentlich besser Englisch, aber dieses schnelle mal eben übersetzen wollen, das ist manchmal so eine Sache. Und die sehen irgendwie schon so aus, als wenn sie stark hart benutzt worden wären. Also sind wir wahrscheinlich im Keller des Mörders. Der Mann oben. Hat er das getan? Der Mann oben, die Leiche. Crudely made shelves, schlecht gemachte Regale. Looked at cans of some kind of corrosive. The labels were worn and slick, but I could still see the warnings. Also sieht aus, als wenn da irgendwelche Dosen wären mit corrosive. Weiß ich leider nicht. Könnte ich jetzt mal nachgoogeln, aber mache ich jetzt nicht. Corrosive, was war corrosive? Irgendwas ist da drin. Und slick, but I could still see the warning. Er kann irgendwelche Warnungen darauf erkennen. Also irgendeine Flüssigkeit ist das, ne? Ne? Ich weiß es nicht. Was ist hier? Oh, das ist eine Leiter. Da wollte ich doch gar nicht runter. Lass uns mal gleich. Wir müssen erstmal den ganzen Raum hier checken. Hier ist ein Käfig. Looked like a cage. It was small, but there was something coating the bottom. Something wet. Also irgendwas.
Irgendwas ist auf dem Boden des Käfigs. This was getting worse all the time. I knew I had to keep moving. Also es wird immer schlimmer, sagt er. Er weiß, er wusste, er musste da irgendwie, er musste sich bewegen, er musste da raus. Er hat Angst. Conny hat Angst. Völlig zu Recht. Also gut. Ich persönlich wäre jetzt irgendwie vorne einfach aus der Haustür raus, aber Conny ist halt nicht so. Ah, guck mal, so ein richtig harter Folterkeller ist das hier, oder was? Look at bones, also half dug into the ground and the remains to... Oh, the faded clothes that stuck up amongst the dirt looked familiar. They looked like the clothes that woman was wearing in the photo I found. Was this the man's wife? Also da liegt ein Skelett halb in der Erde drin und es sieht so aus, als wenn sie Klamotten hätte von der anhätte von der Frau, die auch auf dem Foto ist. Es könnte also die Frau sein von dem Mann, der wiederum oben ist und tot ist. Puh, es wird immer aufregender. So, noch mehr kann ich hier nicht machen. Noch mehr kann ich hier nicht machen. Wir gehen zurück. Und es kann ja immer was passieren, ne? Wie wir gesehen haben. Ich kam zurück. Auf einmal war die Maus weg, weil die Katze sich die geschnappt hat. Das heißt, es kann auch sein, ich komme mal wieder rein irgendwo und auf einmal... BÄM! Crazy stuff. Crazy stuff. Ich würde sagen, liebe Zuschauer, wir beenden diese Folge an dieser Stelle mit dem Cliffhanger, was ist jetzt da, wo ich gerade hingegangen bin? Wir sind jetzt hier noch eine Leiter runtergekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen bis jetzt. Ich bin total gespannt, was jetzt noch auf uns zukommt. Ich denke mal, noch ein Stündchen haben wir, also ungefähr 2 Folgen. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, gerne noch so ein... sowas. Oder halt, wenn es euch nicht gefällt, sowas. Gerne abonnieren. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Fischkopf.